Hey Leute, willkommen zurück zu einer Custom Story von Amnesia, The Dark Descent, und zwar zu The Abduction. Es geht weiter von hier aus, wo ich ein Glas Säure bekommen habe und mich vor einem Zombie versteckt habe, der mich heimsuchen wollte. Oh Gott, hier gehe ich zurück, oder? Ja, hier gehe ich zurück. Ja, ich habe die Laterne immerhin und habe volles Öl. Und ich habe noch Hammer und Meißel, die chirurgische Nadel und das mit Säure gefüllte Fässchen. Für was ich die jetzt gebrauchen kann, weiß ich aktuell noch nicht, aber ich fühle mich sehr wohl, dass ich so viele Werkzeuge dabei habe. Das heißt, ich bin gewappnet für Rätsel, die jetzt vielleicht auf mich zukommen mögen. Oh, guck mal, wieder so ein Metalltor. Was? It's locked. And the key... Also irgendwo... There might be a key somewhere. Es könnte irgendwo ein Schlüssel sein. Ja, dann müssen wir wohl doch wieder zurückgehen. Lalala, ich renne mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, hier habe ich die Säure gefunden. Habe ich da noch was übersehen? Die Schubladen habe ich alle durchsucht. Nee. Nee, das scheint es gewesen zu sein. Dann gehen wir doch mal zurück. Ich hoffe mal, ich renne jetzt nicht irgendeinem blöden Zombie in die Arme. Und da kommt wieder ein komisches Geräusch, vor dem ich ein wenig Angst habe. Aber es ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Hier komme ich her. Da waren die Zellen, wo ich eingeschlossen war. War hier noch was? Hier ist... Nee. Nö. Nö, hier war nichts. Okay. Oh, jetzt höre ich Kinder kreischen. So was brauche ich jetzt gar nicht. Okay. Genau hier war dieser Raum mit den komischen Steinen. Wo ich nicht wusste, was es da zu tun gibt. Da gibt es auch immer noch nichts zu tun, oder? Ich mache mal kurz das Licht aus. Ich gehe mal hier speichern. Wenn es denn ein Speicherpunkt ist. Ich bin nicht ganz sicher. Boah, ist das hell. Ja, derselbe Spruch, wie ich letztes Mal hatte. Es wird nicht mehr lange dauern, meine Liebe. Ich habe ihn gefunden und so weiter. Ja, hier war ich das letzte Mal ohne Licht, aber irgendwie ist hier auch Ende. Kann ich da irgendwas rausziehen? Oder ich habe ja keinen... Ah. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Irgendwas platscht und klatscht da auf den Boden. Ich will es gar nicht wissen. Oh Mann. Ja. Oh, ich hab Gänsehaut überall. Oh Mann. Okay, ich gehe nochmal zu dieser Metalltür. Vielleicht kann ich das ja doch mit Säure öffnen. Wenn da stand, irgendwo muss... Nee, dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Der auch nicht. Was ist das für ein komisches Klatschen? Plom, plom. Platsch, platsch. Also irgendwo muss hier ein Schlüssel sein, sonst müsste es ja weitergehen. Oh, dieser fette Schleimbatzen. Oh, was ist das denn? Das habe ich ja gar nicht untersucht. Kann ich vielleicht hier die Säure? Nee, kann hierfür nicht verwendet werden. Mist. Blöden Kakerlaken. Ich habe Licht, ihr dürftet gar nicht da sein. Oh. Ja, ist ja gut. Okay, ja, hier war die Säure. Aber war hier noch was? Das kann nicht sein. Ah, da ist der Schlüssel. Ah, ich bin so blöd. Gate Key. Okay. Dann habe ich jetzt den Torschlüssel. Und hiermit wohl auch alles erledigt, was es zu tun gibt. Denn ich gehe falsch. Ja, ich glaube, das... Jetzt macht es mir keine Angst mehr. Ich will nur wissen, wo das herkommt. Okay, ah, ich habe die Hälfte an Öl verbraucht, verdammt. Machen wir es halt mal so. So. Jawohl, ich bin raus. Noch mehr Steine. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Gang. Das ist so ein Rundgang und hier komme ich nur durch, okay. Was? Zum Kellerkorridor. Das machen wir nochmal. Kann hierfür nicht verwendet werden? Kann hierfür nicht verwendet werden. Ah, gut. Mit der Chirurgennadel habe ich einen Dietrich, genau. Improvisierten Dietrich. Super. Kellerkorridor. Haha, sehr gut. Oh ja. Sieht mir echt nach Kellerkorridor aus. Und ist es... Oh, hier ist es schön beleuchtet. Ich bleib für immer hier. Ich gehe da nicht weiter. Ja, also das Schloss ist alt, aber zu sturdy, also zu fest, um es zu zerbrechen. Okay, also die Säure hat das Schloss geringfügig beschädigt und das Schloss ist offen. Sehr gut. Soll ich mir nochmal Säure holen? Nee, ach komm. Ah! Nee, was ist jetzt schon wieder los? Oh nein. Wasser. Wasser. Okay.
Das macht man instinktiv im Spiel, wenn man in Wasserlevel kommt. Man springt auf die Kisten. Ja. Nein! Ja, ich hab's gewusst. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Komm, greif dir die Kiste, komm schon. Und Kiste holen. Hol dir die Kiste. Ja, genau. Geh zur Kiste. Hier ist niemand. Ah! Ich will's kreischen. Oh Mann. Ich muss da vorne durch, okay? Okay. Hol dir die Kiste. Genau, du dummes Monster, was auch immer du bist und wie du aussiehst, ist mir auch egal. Ah! Ja, auf die Kiste. Komm ich da ran? Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich komm noch nicht. Nein! Ich komm noch nicht an die Kiste ran. Komm, greif dir doch die... Nein! Okay, dann springe ich halt rüber. Und... Oh, jetzt reicht's wieder nicht. Nein, du hässliches Monster. Nein, geh weg. Geh weg. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Oh, ist da hinten noch was? Nee, da hinten geht's weiter. Aber ich muss hier rein, da ist doch bestimmt noch was. Oh. Nein, ich will da hoch. Nein! Du hässliches Ding. Fang den Mehlsack da. Hol ihn dir. Du sollst ja den Mehlsack holen, habe ich gesagt. Oh Mann. Komm ich da rauf? Irgendwie komm ich da rauf. Oh, geh weg. Da. Hol dir Mehlsack, genau. Das ist nett. Geh, geh. Geh fangen spielen. Boah. Nein, ich will da hoch. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da hinten ist doch was. Ich sehe es von hier. Zunderbüchse, Zunderbüchse. Komm ich nicht ran? Kann ich da rüberspringen? Oh ja. Oh Gott. Ein Hammer. Okay. Nein. Nicht grunzen. Das mag ich gar nicht. So, komm. Hol den Hammer. Braves Mistvieh. Braves Mistvieh. Ullulule. Schnell, geh rauf. Oh, das ist Laudanum, oder? Ja, sehr gut. Oh, ich habe nichts mehr zum Schmeißen. Willst du mich verarschen? Oh. Nein, geh doch weg, du Mistgeburt. Oh. Ich habe nichts zum Schmeißen. Die Kiste vielleicht. Kann ich die greifen von hier? Oh, komm, bitte, bitte. Nimm doch die Kiste. Ich komme noch nicht mehr weg. Da liegt ein Zahnrad. Oh Gott. Oh, bitte geh doch weg da. Oh. Nein, nein, nein. Ah. Schläg mich, schläg mich. Schlagen ist böse, das macht man nicht. Kann ich mir irgendwas greifen? Oh, Wunde blutet ziemlich stark. Ja, toll. Das Zahnrad vielleicht? Nee, geht auch nicht. Warum muss ich auch immer alles wegschmeißen, was hier rumliegt, was ich später noch gebrauchen könnte? Ich könnte hier mal so einen Trickjump um die Ecke... Nee, hier ist eine Kiste. Ja, hol dir die Kiste, komm. Genau, geh zur Kiste. Der läuft halt einfach mal durchs Regal durch. Ich pack's ja nicht. Oh, nein. Öl. Da ist Öl. Bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Ich brauche irgendwas zum Schmeißen. Liegt hier noch was im Regal? Nee. Oh Mann. Okay, komm schon. Sägeblatt. Das kann ich noch schmeißen. Am liebsten würde ich dir in den Schädel schmeißen, dass es da stecken bleibt, du hässliches Monster. Okay, warum? Das schmeiße ich jetzt hier in die Ecke. Ah, das war super. Das war sehr toll. Lalalalalala. Und rüber. Ah, komm. Hier. Holst du dir das? Das hängt in der Wand, oder wie? Ist ja lustig. Okay. Oh! Perfekt. Und hier rüber. Oh, guck mal, da ist noch mehr Öl. Sag mal, wie viel Öl ich finde. Und da geht's auch noch rein. Scheibenkleister. Oh, wo geht's denn hier lang? Ja, nein. Oh, da sieht's auch nicht gut aus. Da sieht's nirgendwo gut aus. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Warum kann ich die Kiste nicht nehmen? Kann ich die nehmen? Auch nicht. Warum kann ich denn die Kisten nicht aufheben? Du Scheißmonster! Oh Gott. Nee. Ah, schnell, 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 schnell. Ah, jetzt komm bitte! Okay, da ist ein Gitter. Oh! Zieh dich! Zieh dich doch! Da komme ich bestimmt nicht durch, oder? Nein!
Nein! Gib weg! Gib weg, du hässliches Monster! Oh, ich stelle mich hier an, wie so ein kleines Mädchen. Geh weg. Ah, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. La, 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 schnell hier rein. Schneller rein, schneller rein. Und darauf. Oh, Zunderbüchsen, zwei Stück. Ja, super. Was soll ich damit? Oh, guck mal, hier gibt's Fleisch. Fleisch ist gut für das Monster. Da kann's schön lang fressen. Und dann lässt es mich ganz kurz in Ruhe, hoffe ich doch. Na, guck mal. Fleisch. Warum frisst du nicht? Warum frisst du nicht? Warum frisst du das Fleisch nicht? Hallo? Da, guck mal. Hol dir das Fleisch. Ja, sehr gut. Und ich lauf, ich lauf. Ja. Solange es frisst, habe ich Ruhe. Deswegen. Einfach mal. Uah. Einfach mal hier durchlaufen. Okay, da ist ein Hebel. Aber hier kann ich doch bestimmt das Gitter hochheben. Nein! Nein, er kommt schon wieder! Oh. Du scheiß Monster. Okay. Ja, und hier gibt's kein Fleisch. Oh nein, da kommt schon wieder. Oh, du scheiß Monster. Na toll, wenn ich jetzt hier durchrenne, bin ich tot. Ah, bin ich tot? Oh Gott, Atrium. Ja, ich brauche natürlich einen Schlüssel. Ist das nicht herrlich? Oh. Oh Mann. Oh toll, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Lauf! Oh, nein, da hoch! Oh, du scheiß Monster. Okay, ich halte den Hebel mal. So, da ist das Monster. Und ich laufe und springe und laufe und... Nein, oh, nein, 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 nein. Lauf, lauf. Nein. Nein, geh auf die Kiste. Boah, schnell, komm, das Gitter geht runter. Das Gitter geht runter. Oh Gott, ich habe so eine Angst, Leute. Wenn mich das Monster erwischt, dann bin ich eh tot, aber... Oh. Okay, das geht ja jetzt nicht runter. Ich glaube, ich pack's ja nicht. Ah, und hier ist der Schlüssel. Ui. Okay, ein kleiner Silberschlüssel. Auf jeden Fall gibt's hier da Fleisch für das Mistvieh. Na komm, hol's dir. Hol dir das Fleisch. Wo ist das Fleisch? Hol's dir. Komm. Oh, jetzt hängt's wieder fest. Geht's noch? Boah. Hier kommt's natürlich durch, ja? Na, komm, Fleisch. Fleisch. Ich komm noch nicht hoch. Es kommt hier nicht rein, oder wie? Nein. Hol dir doch das Fleisch jetzt, du blödes Mistvieh. Ja, sehr gut. Und tschüss. Und tschüss. Nein. Es kommt mir hinterher, oder? Nein, es kommt mir hinterher. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht, du hässliches Monster. Oh, Moment. Kleiner Silberschlüssel. Jo, ich hab's geschafft. Oh Gott, Wasserlevel. Ich hasse Wasserlevel in dem Spiel, Leute. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, so. Oh. Und nein, das war nicht übertrieben. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Wassergebiet und werdet von einem Monster verfolgt. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Oh, ist das schön hier. So friedlich alles. Und so lichterloh erhellt. Was ist das denn? Ein empty pedestal, also ein leerer Sockel. Oh, was haben wir da denn? Ach, den Brunnen kennen wir doch. Den Brunnen kennen wir doch. Der ist irgendwie ein bisschen makaber. Vor allem diese Wirbelsäule mit dem Kindergesicht, wenn es ein Kind sein soll, was da Wasser speit. Ah, guck mal, hier ist noch ein Sockel. Vier leere Sockel, oder wie? Lesen wir da erstmal die Notiz. Kann ich auch nichts tun. Okay. Der Pfad voraus. Wenn der Adler blau sieht und der Löwe rot sieht und ein Tropfen deines Bluts soll den Pfad enthüllen. Okay. Also der Adler sieht blau, der Löwe rot und ich muss ein bisschen Blut spenden, oder was? Oh, sind hier viele Türen. Da sind drei, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das eine Tür oder nur ein Gang? Oder ist das gar nichts? Das ist gar nichts, weil hier ist alles versperrt. Gut, also hier ist eine Tür, da ist eine Tür. Und auf der anderen Seite wird wohl dasselbe sein. Also muss ich wohl hinter jeder Tür einen Gegenstand finden.
um in diesen Sockel zu platzieren. Okay, die Tür ist auf jeden Fall zugänglich. Dann möchte ich ja erstmal in diese blutrote Tür hier oben gehen. Ich habe eigentlich gar keine Lust drauf, Leute. Gehen wir in den Ostflügel. Okay. Aha. Also auf jeden Fall ist der Raum oder die Tür verschlossen und wahrscheinlich gibt es den Schlüssel irgendwo in einem anderen Raum hier. Wollen wir doch mal schauen. Das ist irgendwie so ein bisschen unnatürlich, wie hier ausgeleuchtet ist. Was man dafür Flutscheinwerfer bräuchte, dass das so hell ist hier. Okay, was haben wir hier? Ja, die Speise... der Speisesaal. Die Dining Hall. Aber die ist auch versperrt. Boah, wenn jetzt hier ein Zombie kommt, dann kreische ich trotzdem, obwohl es noch hell ist hier. Verdammt. Ja, ich gucke immer gerne unter Treppen, ob da was liegt, aber in dem Fall nein. Mal wieder nicht. Dann täuscht mich leider mein Instinkt. Und hier geht's in den Keller. Ja, ausgerechnet in den Keller geht's. Nicht da, wo es schön oberirdisch und hell ist. Nein, wir müssen in den dunklen Keller steigen. Oh Mann, ja, und so habe ich mir das vorgestellt. Ganz vorsichtig. Hallo. Hallo, Herr Zombie. Jemand zu Hause? Oh Gott, was ist das denn? Lauter... Ziegelsteine aus... keine Ahnung. Will es mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall sieht es nicht appetitlich aus. Oh, hier ist Kohle. Und hier sind Hebel. Ja, da werde ich erstmal nicht rumhantieren. Das ist bestimmt wieder ein nettes Rätsel. Ja, irgendwie kennt man die ganzen Rätsel schon aus dem Hauptspiel. Also diese Hebelrätsel oder jetzt auch die Gegenstände. Aber gut, ich meine, es ist einfach nur eine Fanmod. Oder ist es eine Fanmod? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott... Sieht ja sehr einladend aus. Oh, ich will da nicht runter. Da ist eine Tür. Sehe ich schon. Hier ist auch eine Tür. Hier ist auch eine Tür. Oh Mann. Hier kommt doch bestimmt gleich wieder was. Und hier ist auch eine Tür. Sehr ungewöhnlich, dass unter der Treppe eine Tür ist. Okay. Oh Mann. Ich fühle mich hier gar nicht wohl. Guck mal, da sind lauter Fässer. Da muss da irgendwo ein bisschen Öl oder so versteckt sein. Ne, auf jeden Fall ist hier eine Kiste. Mach doch mal die Kiste auf. Keine Kraft von oben. Ah ja, Öl, Laudanum und eine Zunderbüchse. Sehr gut. Ich kriege hier viel zu viel Zeug, glaube ich, oder? Kommt mir das nur so vor? Ich habe 6 Öl, 2 Laudanum. Ja, okay, aber 13 Zunder. Ja, ich will mich nicht beschweren. Am Ende gibt es nämlich gar nichts mehr. Und dann stehe ich blöd da. Was haben wir da alles? Fläschchen. Okay. Was haben wir hier in der Ecke? Uah! Nein, ich habe es gewusst. Ich hab's gewusst. Okay, wir bauen uns wieder eine Fässerbarrikade. Ja, ja, ja. Ist alles in Ordnung. Schnell. Ich muss eine schneller die Barrikade bauen, dann wird alles gut. Nein! Nicht das Fass umschmeißen, das hört er doch. So, ganz vorsichtig drehen das Ding. Oh Gott. Nein, da ist er schon. Guck weg. Oh, das Öl. Guck weg. Ich bin zwar mitten im Licht, aber das passt schon. Die sehen mich nicht. Wenn ich nicht hinschaue, dann sehen sie mich auch nicht. Alles ist gut. Alles ist gut. Zisch doch nicht so. Nein! Er hört mich. Nein! Das meine ich. Die hören jeden Krach, den ich verursache. Deswegen schön leise. Nicht zu laut atmen. Nein, da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder. Ich höre ihn doch hier knarksen. Bitte, 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 geh weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Schwillt die Musik schon wieder ab oder kommt mir das nur so vor? Oder wünsche ich mir das einfach nur? Oh, komm, bitte, bitte. Ja. Ich glaube, so langsam geht die Musik weg. Ja, okay. Da ist sie abgeflaut. Das soll's... Ach, das war ich gerade. Hahaha. Das war ja nur ich, das war ja gar kein Zombie. Oh, das sollte jetzt erstmal laut den Regeln dieses Spiels gewesen sein mit den Zombies. Die lassen sich ja immer nur alle paar Minuten mal blicken, so random. Okay, da wäre ich gar nicht durchgekommen wahrscheinlich, weil die Tür versperrt ist. Ach genau, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Gehen wir doch mal... Hä? Das Tor hat keinen sichtbaren Griff. Es muss einen anderen Weg geben, um ihn zu öffnen. Also um es zu öffnen. Kann ich vielleicht wieder hier? Ist ja auch so ein beliebtes Rätsel, dass man mal den Korken zieht oder so. Aber gut, jetzt nicht.
Gehen wir doch mal hier rein. Was haben wir da? Ah, eine Notiz. Lesen wir doch mal. Punkt, Punkt, Punkt. 4, 15. Hallo? Das war's wohl. Okay. Und ein Schrank. Ich würde hier gerne mal einen Speicherpunkt finden, weil ich muss diesen Part jetzt eigentlich auch schon wieder beenden. Der hat nämlich schon wieder Überlänge. Oder kann ich einfach so hier speichern? Ich weiß es ja nicht. Na okay, so ein, zwei Minütchen hänge ich noch dran. Vielleicht passiert hier noch was. Oder ich finde jetzt diese Gefäße, was meine Seele... Ah! Ah! Nein! Ah! Ah! Wo ist es hin? Nein. Ist die Tür zu? Ist die Tür zu, oder was? Ja, die Tür war zu. Die Tür war zu. Und ist er weg? Nein, da kommt er wieder. Nein, 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 nein. Ah! Ja, nein. Okay, tschüss. Ich bin hier raus. Ich bin raus. Oh. Nee, okay, Leute. Ich beende diesen Part und sage bis zum nächsten Mal.